Hallo und herzlich willkommen zu einem schnellen TK Maxx und Amazon Haul. Genau, ich war kurz bei TK Maxx und habe da richtig coole Sachen gefunden. Ach ja, und ich habe noch eine Sache bei Net-a-Porter bestellt. Nur eine Sache und das passt jetzt in kein anderes Video, deswegen nehme ich es hier mit rein. Vielleicht interessiert es euch. Und genau, bei Amazon habe ich noch coole Sachen entdeckt. Zuerst zeige ich euch mal, was ich von Amazon gekauft habe. Und zwar habe ich aus Versehen meine Kopfhörer gewaschen. Nicht so gut. Genau, und dann habe ich mir bei Amazon neue bestellt, und zwar diese hier. Die sind richtig cool. Die kommen mit so einer kleinen Box. Die laden sich automatisch dann auf. Die Box lädt man quasi auf über ein Kabel, und wenn man die Kopfhörer da reinlegt, und dann werden die aufgeladen. Die werden über Bluetooth mit dem Handy verbunden, und ja, man steckt die einfach rein, man hat keine Kabel und dann kann man schon loslegen. Fand ich richtig cool und dachte, ich zeige ich euch mal. Die gibt es auch noch in weiß. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach in schwarz bestellt. Und ja, sieht dann im Ohr so aus. Also ich finde es richtig praktisch, es ist cool, zack rein, und die Steuerung vor, zurück, lauter, leiser geht alles, ne, hier überdrücken, finde ich echt cool und dachte, ich zeige ich euch mal, ich kann sie euch auch in die Infobox verlinken, dann findet ihr die schneller. Die haben 50 Euro gekostet, die Klangqualität ist richtig gut, nicht gesponsert hier übrigens, ja, und ich bin sehr begeistert davon, deswegen dachte ich, ich zeige es euch mal, genau. Das dazu. Dann habe ich bestellt, ich wollte es mal gerne ausprobieren, ich habe es schon was länger bestellt, aber ich brauche da noch ein bisschen eure Hilfe. Und zwar ist das von Heldengrün so ein Waschteil, dass man kein Waschmittel mehr benutzen muss. Ist ja natürlich auch umweltfreundlicher, und das sieht so aus. Das sind halt eben so, ich denke mal, das ist Aktivkohle, so Kügelchen drin. Und das macht dann die Wäsche sauber. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich mir unsicher bin, muss ich dann noch Weichspüler benutzen oder brauche ich das dann nicht mehr? Weil ich mag es überhaupt gar nicht, wenn die Kleidung so steif und kratzig ist. Da kriege ich einen Anfall. Das hasse ich. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal getestet habt, wie ihr das findet und ob das eine gute Alternative ist. Ich wollte es mal gerne ausprobieren und deswegen, ja. Was hat das gekostet? Weniger als so eine riesen Pulle Waschmittel auf jeden Fall. Und das kann man auch ein paar Jahre lang benutzen. Also, ja. Also nach 25 Wäschen soll er in die Sonne gelegt werden, um die Mineralien zu reaktivieren. Okay, im Winter geht das dann trotzdem? Fragen über Fragen. Ja, und wie oft kann das denn benutzt werden? Ich verlinke es euch. Auf jeden Fall richtig oft. Ja. Und dann habe ich noch solche Food Wraps bestellt. Aber ich weiß nicht, ich komme damit nicht zurecht. Ja, ich dachte halt als Alternative für Brottüten und weiß ich nicht was, wenn ich nur mal kurz schnell was in den Kühlschrank legen will und später wieder benutzen will oder so. Und dachte, es ist ja auch unnötig, jedes Mal Alufolie abzureißen oder in eine riesige Tupperbox reinzulegen, verstopft den ganzen Kühlschrank. Aber irgendwie, ich komme damit nicht klar, ich zeige es euch mal. Ja. Das sieht so aus, Optik super schön. Ich kann es jetzt nicht sonderlich anfassen, weil das extrem klebrig ist. Ja, da ist auch Honig abgebildet, das sehe ich. Aber da steht halt drauf, dass man das irgendwie so zerkneten soll und dann geht das. Das ist so ekelhaft. Meine ganzen Finger haben geklebt. Ich musste die, glaube ich, 3 oder 4 Mal waschen, bis das annähernd weg war. Wie soll das denn funktionieren? Ich kapiere das nicht. Ich bin zu dumm dafür, Leute. Wenn ihr das habt oder wisst, wie das geht, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Weil ich würde es gerne benutzen. Aber es geht nicht.
Also, ich kann es nicht. Weil ich nicht weiß, wie das geht. Vielleicht ist das auch so normal, aber wer will denn dann immer so klebrige Finger haben? Naja, gut. Dann habe ich bestellt bei Nette Porter die Hourglass Ambient Ghost Palette. Ja, und zwar habe ich mir nicht die große Palette geholt, weil ich habe ja schon 3 Paletten und da sind die Puder, glaube ich, auch mit dabei, die es bei der großen gibt. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich bestelle mir jetzt mal die kleine, sieht so aus, spiegelt alles extrem. Und zwar ist das eine Blush-Palette. Das hier ist eher ein Highlighter. Das ist nicht so gut marmoriert leider, das ist fast nur Gold. Und nee, fast nicht braun, deswegen ist das als Blush für mich meiner Ansicht nach eher nichts. Aber ich benutze ja auch gerne Highlighter und deswegen dachte ich, komm, dann nehme ich das eben einfach als Highlighter. Genau. Das durfte noch mit. Ich habe es noch nicht benutzt, nur mal ganz leicht angeswatcht. Ja, aber ich habe es mich noch nicht getraut. Dann habe ich bei TK Maxx ein paar Sachen entdeckt und zwar erstmal für meinen Neffen. Auf Weihnachten bekommt er das von Playmobil. Das hier und das ist mir leider in der Tasche ein bisschen defekt gegangen hier. Also nur der Karton. Aber das wird ja eh weggeschmissen. Fand ich richtig süß, das kann man mitnehmen. Das ist so ein, ja, so ein kleiner Laden. Finde ich schön, 2 Figuren sind mit dabei, ein Vogel, ein Hund, dann ein paar Essensprodukte, ein kleiner Wagen. Fand ich echt mega schön. Ja, hat mir gefallen. Das bekommt er dann zu Weihnachten. Und dann habe ich noch was gefunden für unsere Kleine zu Weihnachten. Ich muss ein Stück zurück, weil das riesengroß ist. Ich habe nämlich letztens ein Tiptoy-Stift gekauft, auch in einem Set, was ich reduziert bei Kaufhof gefunden habe. Das ganze Set mit Stift war billiger als der Stift alleine, deswegen habe ich das mitgenommen. Aber das Spiel, was dabei ist, das kann sie noch nicht. Das ist mit Buchstaben und sie geht ja noch nicht in die Schule. Und deswegen hole ich dann einfach den Stift raus und hebe das Spiel halt auf. Aber ich habe das hier entdeckt, richtig cool, und zwar so Krankenhaus, das hat 20 Euro nur noch gekostet, anstatt 60 Euro, fand ich richtig cool, musste unbedingt mit. Und das ist halt richtig so auch mit, oh Gott, seht ihr überhaupt noch was? Mit so einer Krankenstation, mit Krankenwagen dabei, fand ich richtig cool. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Wenn ihr Kinder habt und habt sowas schon mal getestet, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob die Kinder das gut fanden, ob die damit gespielt haben. Weil es ist ja dann doch schon auch was zum Lernen. Genau. Und dann habe ich noch für mich was gekauft. Und zwar habe ich glücklicherweise entdeckt 2 Liquid... Wie heißt's? Oh mein Gott. Liquid Eyeshadows von Stila. Und zwar genau der hier, den ich super lange bei Beauty Bay schon im Einkaufskorb habe. Und zwar ist das, wo ist das? Into the Blue. Genau, das ist so ein Blau mit Lila. Richtig schön. Ich swatche es euch. Ja, die Palette wollte ich jetzt nicht swatchen, weil ich da noch nicht so drin war. Aber mega, mega schön. Ihr wisst es, ich trage gerne auffällig. Und ja, richtig schön. Und dann noch ein XXXL Liquid Eyeshadow von Stila. Der hat 6 Milliliter und der andere hat 4,5 Milliliter und die haben beide noch 7 Euro gekostet. Ja, und zwar ist der so. Das ist aber, glaube ich, ein Highlighter. Aber das kann man trotzdem aufs Auge machen. Und zwar ist das die Farbe Queen. Ich komme mal wieder was näher. Richtig schön. Also jetzt so als Highlighter würde ich das nicht benutzen. Vielleicht im Innenwinkel, ja. Aber ich mache mir das dann einfach trotzdem auf die Augen. Wieso nicht? Richtig schön. Also da bin ich froh, dass ich das ergattern konnte. Und zu guter Letzt habe ich noch Masken entdeckt. Und zwar
diese hier, koreanische Masken, gab es richtig viele. Das ist so ein 10er-Set für 7 Euro und ich möchte da jetzt auch gleich was verlosen. Und zwar sieht das so aus. Das sieht super interessant aus, finde ich. Super Greens mit Spinat, grünem Tee und Apfel, finde ich richtig cool. Davon verlose ich auf jeden Fall eine, weil ich habe 10 Stück. Ich habe auch schon welche verschenkt. Dann, und koreanische Masken sind ja sowieso super. Und dann habe ich hier noch auch von der gleichen Marke Kina Cosmetics mit Hyaluron. Und davon packe ich auch eine in die Verlosung. Und genau, das sind auch 10 Stück für 7 Euro. Dann habe ich von The Cream Shop, das ist ja meine liebste Marke, gibt es irgendwie leider nur bei TK Maxx zu ergattern für uns Deutschen. Ja. Diese Maske hier, da habe ich auch schon eine verschenkt. Da möchte ich deswegen keine verlosen. Und dann habe ich noch auch von The Cream Shop diese hier, mega, mega süß. Softer than Cookies, Sheet Mask, Kokosnussöl und dunkle Schokolade. Cool, ja. Sieht richtig schön aus, habe ich auch schon verschenkt davon. Ja, mega, mega schön. Und genau, ich werde da noch andere Goodies und Masken mit dazulegen, was ich noch so da habe. Ich habe auch von DM jetzt welche im Sale ergattert, da werde ich noch was dazulegen. Also auf jeden Fall diese 2 koreanischen Tuchmasken gibt es und noch ein paar geheime Goodies, Proben werde ich verschicken, dass das in so einen Polsterumschlag passt. Und das gibt es in diesem Video jetzt zu gewinnen. Was ihr tun müsst, um teilnehmen zu können, das steht alles in der Infobox. Deswegen schaut da auf jeden Fall rein. Das war's mit dem Haul, nicht zu viel, aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch. Genau, lasst auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.